Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute in dem Video zeigen, wie man die Rudbeckia, auch bekannt unter dem Namen Sonnenhut, richtig zurückschneiden kann. Viele Leute machen es so, dass sie schon zur Schere greifen, wenn die Rudbeckia verblüht ist. Das heißt, dann im Herbst. Würde ich euch allerdings nicht raten. Lasst es wirklich noch stehen. Zum einen bietet es einen Winterschutz für die Pflanze und zum anderen auch eine Möglichkeit für Insekten zum Überwintern. Deshalb schneidet die Pflanze am besten erst im zeitigen Frühjahr, das heißt, wenn so die richtig harten Fröste vorbei sind und am besten bevor sie austreibt, dann greift ihr zur Schere. Und wo man jetzt die Rudbeckia abschneidet, in welcher Höhe, möchte ich auch euch gern einmal zeigen. Ihr könnt dann sehen, wie ich gleich die Pflanze zurückschneide. Bevor ich damit loslege, habe ich ein kleines Anliegen in eigener Sache. Ich erreiche erfreulicherweise sehr viele Zuschauer hier mit meinen YouTube-Videos, was mich wahnsinnig freut. Jetzt haben wir leider nur ca. 2 bis knapp maximal 3% der Zuschauer, die hier regelmäßig meine Videos schauen, auch meinen YouTube-Kanal abonniert. Deshalb meine Bitte an euch, wenn euch die Videos gefallen, weiterhelfen, abonniert gern jetzt kostenlos meinen YouTube-Kanal. Ihr unterstützt mich damit wahnsinnig. Ich bin auf eure Hilfe, auf euren Support angewiesen. Und ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Zuschauer, der dazukommt. Genauso übrigens auch wie beim Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt oder weiterhilft. Wir legen los mit dem Rückschnitt. Wenn die Pflanze sauber ist, das heißt also nicht befallen vom Pilz oder Mehltau hat, dann könnt ihr den Rückschnitt auf den Kompost tun. Sollte die Pflanze allerdings befallen sein, dann bitte über den Hausmüll entsorgen, weil sonst habt ihr nachher die Pilzsporen, den Mehltau auch im Kompost und das wollt ihr nicht, weil dann kann es sich im ganzen Garten ausbreiten. Ja, wie weit wird die Rudbeckia jetzt zurückgeschnitten? Man macht es ungefähr eine Handbreit über den Boden. Wenn ich jetzt hier rangehe, ist das ungefähr hier in dieser Höhe. Entweder nehmt ihr jetzt wie ich so eine kleine Gartenschere und schneidet das zurück. Meine Pflanze ist ja noch relativ klein, da geht das also sehr gut. Oder ihr holt euch einfach eine größere Schere, ja vielleicht auch sogar eine Heckenschere und schneidet das Ganze damit ab. Wichtig ist, dass jetzt keine harten Fröste mehr zu erwarten sind. Mit so einem Rückschnitt regt man auch immer den Neuaustrieb der Pflanze so ein bisschen an. Ich gucke gerade, ich schneide das viel zu hoch runter. Das können wir nochmal fast halbieren. Also wie gesagt, eine Handbreit über den Boden abschneiden. Teilweise sieht man es jetzt hier auch schon, dass die Pflanze langsam wieder austreibt. Und bevor richtig der Austrieb losgeht, sollte man hier in jedem Fall einmal zur Schere greifen. Wichtig auch, das Schnittwerkzeug sollte natürlich immer sauber sein. Das ist auch ganz wichtig. Auch da sollten jetzt keine Pilzsporen dran sein. Wenn ihr vorher eine Pflanze geschnitten habt, die krank war, befallen war, dann macht das Werkzeug vorher richtig einmal sauber. Und so sieht sie jetzt fertig geschnitten einmal aus. Ihr könnt sehen, eine gute Handbreit über den Boden abgeschnitten. Und jetzt müssen wir nur noch warten, dass der Neuaustrieb losgeht. Wenn die Temperaturen steigen und es etwas mehr Licht gibt, wird es auch passieren. Man kann hier einfach auch noch so die vertrockneten Blätter alle mit raus entfernen. Dann kommt gleich so ein bisschen mehr Licht an die Pflanze ran. Das erleichtert dann auch wieder den Neuaustrieb. Das Ganze geht dann etwas zügiger. Das Beet habe ich jetzt auch noch mal sauber gemacht. Wer wissen möchte, wie man die Rudbeckia pflegt, richtig, das verlinke ich euch an der Stelle hier gerne einmal im Video. Schaut es euch an. Und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen abwarten, dass die Pflanze dann auch anfängt auszutreiben. Hier ist jetzt der ganze Rückschnitt aus dem Sonnenhut. Das landet bei mir auf dem Kompost, weil die Pflanze nicht befallen war. Denkt dran, ist eure Pflanze befallen mit Krankheiten oder Schädlingen, dann bitte über den Hausmüll entsorgen. Ja, ich fasse am Ende des Videos noch mal ganz kurz zusammen. Der richtige Zeitpunkt zum Zurückschneiden ist das zeitige Frühjahr. Man hat einfach die Vorteile eines erhöhten Winterschutzes. Außerdem konnten jetzt hier Insekten auch drin überwintern in den abgestorbenen Pflanzenteilen. Und wenn ihr zurückschneidet, dann schneidet gut eine Handbreit über den Boden zurück, entfernt so ein bisschen das vertrocknete Laub auch an der Pflanze, dann kommt etwas mehr Licht dran und das Ganze erleichtert dann auch den Neuaustrieb. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.